Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Railroads Online. Ich dachte, ich schaue mir mal die neue Beta-Branch an, wobei neu ist relativ, die ist schon ein bisschen draußen. Und ich habe eine Karte gefunden, die einigermaßen schön gebaut worden ist und wo ich nicht so mega extrem FPS-Einbrüche habe. Es gibt nämlich noch richtig schöne Karten, aber die Frames sind echt schlecht dann. Also je mehr Props da irgendwie rumstehen im Spiel, umso schlimmer wird's. Performance-technisch müssen sie echt noch was machen. Momentan bin ich jetzt hier bei, ja, nicht ganz 50, aber mittlerer Einstellung. Und was wir heute machen ist, ich spiele mal damit. sieht interessant aus und ich glaube, das könnte Spaß machen zum Rumfahren. Ich habe mir ein bisschen Geld gecheatet, um das hier zu kaufen. Der ist ein bisschen teuer. Ich kann euch das mal zeigen. Der Kollege kostet 19.000. Das ist schon eine Ansage. Und dahinter entsprechend auch noch eine passende Lok gekauft, denn das Teil fährt nicht von alleine. Man braucht eine Lok hinten dran. Und was auch neu ist, wir haben jetzt automatische Kupplungen. Das wird noch spannend, kann man aber ein- und ausschalten. Aber bevor wir da jetzt irgendwas machen, ich würde mal sagen, wir wollen mal die Lok einheizen. So, mal sehen. Einmal aufnehmen. Hier aufmachen. So. Passt, 71%. Du brauchst sowieso noch ein bisschen. Also. Riesiger Tender. Ich würde sagen, wir gehen mal hier kurz rein. Man kann hier die Klappen aufmachen. Eigentlich ein ganz cooles Feature. Nice. Ja, nehmen wir mal. So. Rein da. So, einer geht noch. Sehr gut. Wasser sieht in Ordnung aus. Das wird jetzt eh noch brauchen. Machen wir die Türen hier auf. Was haben wir hier drin? Alles klar. Ach so. Hier ist dann die Steuerung von dem Ganzen. Geht auch das hier auf? Auch das geht auf. Alles klar. Das ist eigentlich im Prinzip nur, das ist wie so eine umgebaute Dampflok, ne? Was haben wir hier so schönes drin? Sieht noch Zylinderhähne aus. Was bist du? Ach, das sind jetzt Zylinderhähne. Okay. Bremse wäre hier. Das geht hier auch auf. Und mehr haben wir hier nicht. Die geht auch auf. Na ja, cool. Dann kann man hier ein bisschen den Mechanik beobachten. Ich glaube, das lasse ich mal offen. Kann ich da rein? Ich kann da rein. Nice. Okay, Bremse, Baffel. Ach so. In welche Richtung er das hier rausmacht. Was macht er? Das wäre meine Pfeife. Kommt doch nichts, weil Druck noch nicht, denke ich mal. Und Gas geben kann ich hier auch nicht. Warte mal, kann ich hier durch? Okay, ich könnte auch hier durchgehen. Ja, das wird spannend, das alleine zu steuern. Irgendjemand muss die Lok fahren. Okay, geht das hier auch auf? Auch das geht hier auf. Gut, dann würde ich sagen, machen wir die Lok hier mal bereit. Da ist schon bereit, wie schaut es denn hier aus? Das sieht in Ordnung aus. Da hinten ist dann schon die City. Oh, du bist nicht in Ordnung. Dankeschön. Dann gehen wir mal ran an das Teil. Und das Wetter umstellen auf Schnee wäre natürlich auch noch von Vorteil. Wird mal was zu tun haben. Okay, Fahrzeug betreten und neues UI. Was macht das? Wasser einlass?
Okay. Ich bin mir nicht so sicher, was das hier macht. Okay, das ist die Glocke. Ja, passt. Wender rückwärts. Also warte mal. Da ist doch immer die Handbremse angezogen, ne? So, jetzt aber. Nee, sieht doch gut aus. Okay. Die bremst richtig gut. So. Wie sah es schon eigentlich aus mit Sun? Macht das jetzt was? Sieht irgendwie nicht so aus. Okay. Einmal die Weichen. Jetzt wäre halt Raywards Online Extended ganz gut. Aber das hat jetzt mit dem Beta-Update überhaupt keine Funktion mehr. Jetzt mal die Karte funktioniert jetzt noch. Eigentlich ein bisschen Wasser fassen wäre auch nicht schlecht. Okay. Ja, ich bin ein bisschen aus der Übung hier. Oh, bitte, nicht so fest hier ran. Hat das jetzt gekuppelt? Ich glaube, wir haben mal kein Problem. Ich glaube, ich brauche eine andere Lok. Mit der wird das nichts aussehen. Wir wenden die Lok irgendwie. Ja, ich probiere es gerade nochmal. Aber das sieht sehr schlecht aus. Ne, macht nichts. Gut, dann wenden. Wenn ja, Nagi. Rückwärts. Dankeschön. Jetzt los. Hä? Das ist jetzt doch gekuppelt. Auf irgendeine magische Art und Weise. Mal kurz gucken. Ein bisschen Äffler. Also mal gucken. Regler. Wendeanlage. Machen wir das mal so. Ne, machen wir rückwärts. Ach so, die Flanger sind das Teil da unten. Und andere Richtung. Okay. Was macht das Ding mit Max Power? Ich sehe schon. Das muss leiser. Ja, cool. So, aber nicht das, was ich eigentlich machen wollte. Bin ich heraus. Warte mal, wo war das jetzt hier mit der Handbremse? Einmal so. Oder noch eine zweite? Ah, Bremse. Gut, probieren wir das nochmal. Dann haben wir hier eine magische Kupplung haben. Ja, okay, wir haben eine magische Kupplung.
suboptimal. Na gut, ab in die City und dann werden wir da mal, wenden. Ich meine, wenn es so funktioniert. Hey, es ist schon kommen. Also so, das ist da irgendwo in Gleise. Es ist literally halt die allererste Fahrt hier. Interessant, dass er da die Industrie hier so hingemacht hat. Und das Gleis ist kurz. Okay. Warum auch nicht? Ich glaube, das ist hier noch Work in Progress. Okay, die Kohlungstower. Es sieht aber geil aus hier. Das hat was. Okay, ich glaube, die Kreuzung funktioniert so nicht. Und das neue Bahnhofsgebäude. Mal sehen. Und irgendwo da hinten müsste ein Dreieck kommen. Damit wir hier auf die andere Richtung dann fahren können. Ja, komm. Wir lassen es mal mit dem Wasser. Wir düsen da jetzt mal straight raus. Aber schöner Hauptbahnhof. So, da hinten. Nice. Geht sogar nach links. Ich hoffe, ihr habt da genügend Platz, aber sieht schon danach aus. Und dann fahren wir hier mal runter. Gut, das wär's. Feuer, wie schauen wir denn hier aus? Machen wir auf. 42 da, legen wir noch ein bisschen was nach. Okay. Gut, klappen hier bitte mal wieder zu, weil das sieht irgendwie komisch aus. Hier rein. Klappe, dankeschön. Klappe. Nein, Klappe, danke. Okay, Kohle. 85. Perfekt. Gut, ich glaube, es ist halt immer noch ein bisschen komisch, aber egal, wir wollen hier testen, lass es offen. Ja komm, lass es offen. Du einmal so runter. Dankeschön. Und Optionen, Gameplay, war das hier partially cloudy, wir machen da mal Heavy Snow. Und los geht's. Nice. Wie schaut's aus? Licht? Kann ich? Yes. Ah, es geht sogar recht schnell. So, wie mache ich denn das jetzt? Ich kann da vorne nicht drin sitzen. Ich kann ja natürlich auf Dauergas lassen, aber ich weiß halt nicht, wie die Strecke ist. So. Und da kriegen wir hier unseren Schnee. Schade, dass es nicht auf den Weichen noch mit drauf ist. Ist ein bisschen komisch. Beziehungsweise, aber ich wäre es ein bisschen schön, wenn halt hier alles ein bisschen mehr mit Schnee ist. Nicht nur hier die Schienen. Damit es einfach optisch ein bisschen besser aussieht. Wenn dann nur die Schienen so hoch sind. Okay. Also, Big Boy.
Fahrzeug betreten. Wir schmeißen das mal so rum raus. Flanger lassen wir mal offen. Und dann, keine Ahnung, gehen wir auf 50%. Seht ihr eigentlich was, wenn ich da reingehe? Nö. Gut. Dammlock, los geht's. Ja, Fahrzeug bedingt. Dankeschön. Mal schauen, wie viel wir da von der Action von hier hinten mitkriegen. Ups. Falsch. Ja, Schnee. Also irgendwas ist jetzt hier falsch. Ob ich es schaffe, im Fahren rüber zu gehen. Ach so. Okay, Steuerung. Hallo, Steuerung. Wo ist meine Maus jetzt hin? Naja. Dann halt Vollgas. Ja, das ist schon besser. Und jetzt müsste man da hier auf der Seite noch irgendwie diese ganze Schneehügel sehen. Ja, sehr geil. Okay, also, der hat mal seinen Spaß hier. Holy shit. Das sieht halt steht überhaupt nicht bedrohlich aus. So, wenn ich jetzt die hier... Die machen wir jetzt mal ganz runter. Stellweise fehlt hier einfach der Schnee. Alles klar. So, ich möchte den abblocken. Na gut, eigentlich möchte ich hier rein, aber irgendjemand muss das Teil ja hier fahren. Nein, bleib da! Bremsen. Also die Bremsen sind abartig. Ah, haben wir sogar was ausgelassen hier. Ist das, weil ich zu schnell bin? Ja, da lässt ja Sachen aus. Oder was natürlich auch eine Option wäre, dass wenn man in dem Teil davon drin ist, dass man wie eine Steuerungsoption hat für die hintere Lok. Weil jetzt natürlich so im Singleplayer ist das jetzt ein bisschen doof. Aber schon nice. Komisch, also hier räumt das komplett weg. Weiß ich mal bewusst ein bisschen schneller oder was schneller werden. Aber weil das sieht ein bisschen gefährlich aus. Nö, der räumt das einigermaßen gut weg. Es wäre eigentlich interessant, was so die normale Operationsgeschwindigkeit in denen in der Realität gewesen wäre.
vermutlich irgendwas um die 10, 15 Meilen die schneller. Würde ich jetzt mal einfach so schätzen. Eigentlich, wenn ich jetzt hier noch bremsen muss, das kann ich eigentlich auch von dem hier machen. So, einmal andere Seite. Warum kann ich das nicht auf der anderen Seite machen? Ach, da müsste ich ein... Nee, macht ja Sinn. Da müsste ich ihn einmal die andere Seite drehen lassen. Das machen wir das einfach mal. Ha, der Sound. Sehe ich so im Multiplayer mit 3-4 Mann. Ein bisschen schnell hier. Moment, lass mich da mal runter. Ah, schon sehr nice. Okay, machen wir das ganze Ungedümmer hier wieder aus. Es ist ein bisschen laut. So, einmal aus, dankeschön. So, dann, Korte. Sagen wir mal ganz kurz, wo wir sind. Schmelzhütte. Alles klar. Wetter werde ich mal umstellen wieder. Ja, gut, machen wir mal Wetter-Events. Dynamic-Wetter 60. Was für Tageszeit stellst du dich jetzt ein? Ja, schön Wetter. Gut, ab in die Lokomotive da hinten. Ja, lass mich raus. Sag mal, lass mich raus. Okay, so, gehen wir hier mal ein bisschen Gas. Das ist jetzt aber ein bisschen schnell verschwunden. Ach so. I see. Ich möchte eigentlich nur bis zur nächsten Industrie kommen. Ich glaube, der Hauptzeug dafür ist hier. Da hätte ich anders fahren müssen. So geht's halt weiter auf die Bergstrecke. Also die Bremse finde ich ein bisschen zu heftig. Aber okay. Lass mal gucken. Jetzt auch nicht das Schönste, das so zu machen, aber wenn natürlich der Untergrund so ist, geht's ja gar nicht anders. Ich will mal sehen, wie du das hier gemacht hast, weil eventuell wird das so meine Karte
auf der ich dann so primär ein bisschen meine Sachen mache. Und vielleicht ein bisschen weiter, gerade das mit dem Lokschub da hinten, der eigentlich fertig war. Das sieht aber eigentlich die zwei Abstellgleise hier hinten. Also ist da angestellt. Eis. Oh, das hat er schön gemacht. Aber Änderung Nummer 1, das Gleis wird verlängert. Aber ja, let's see what you did here. Mal auf die andere Seite gucken. Ja, so ungefähr in dieser Länge. Alles klar. So, jetzt muss ich mal gucken. Es geht jetzt dann weiter. Ich glaube, die Strecke geht so in dem Schlenker hier rauf bis zum Eisenwerk. Da würde ich jetzt mal hinfahren. Aber ich glaube, das machen wir mit einer anderen Lok und mit ein bisschen Güter drin. Ja, ich glaube, das machen wir so. Okay, liebe Leute, jetzt gibt mal einen kleinen Cut für euch und dann sehen wir uns gleich mit neuen Rollmaterial. Bis gleich. So, da bin ich wieder mit einer kleinen Planänderung. Die Lok ist übrigens auch neu, die Class 47 mit einer sehr interessanten Konfiguration von den Achsen her. Ich habe mir da mal 6 Wagen geholt. 3 sind schon dran, die anderen 3 da hinten. Ich habe auch da unten mal die Drehscheibe platziert, damit ich die wenden kann, denn die ist wieder auf die andere Seite rüber gespawnt und dachte ich, ich hätte wieder die magische Kupplung hier. Aber dem war da nicht so. Also einmal drehen, jetzt funktioniert's. Und jetzt schauen wir mal, dass ich die anderen Wagen hier mal sauber bekomme. Halt, falsche Richtung. Und die bleiben auch so brutal wie die andere. So. Nur der letzte Wagen ist momentan gebremst. Und wie gut das aufgeht hier. Dran. Dran. Jetzt vielleicht ein bisschen langsamer. Und die Handbremse von den Wagen da hinten, die ist auch echt OP. Also da bleibt der Zug gerade instant stehen. So. Was teilweise auch gar nicht so schlecht ist. Auf hier. Aber praktisch, dass man jetzt hier die Sachen nicht mehr kuppeln muss. Bin mal gespannt, was es dann mit der Performance macht, wenn man dann ein paar Sachen mehr hier rumstehen hat. So. Wegen der Pfeife hier. Ja, ich glaube, das kann man gelten lassen. Ja, man könnte sich jetzt noch mehr Wagen holen, aber... Nö, ich will hier mal ein bisschen Strecke fahren. Und dabei hoffentlich nicht ein Gleis. Wir müssen jetzt auf das Gleis da rechts oben hin. Überhaupt nicht so schnell hier. Oh, machen wir mal ein bisschen Piano hier. Frag mich sowieso, warum er die weggetan hat. Oder weil er einfach nicht mehr dazu gekommen ist. Die hat auch perfekt da reingepasst. So. Und ich hoffe mal, beim Holzfäller hat es irgendwie einen Wasserturm oder sowas ähnliches. Ne? Okay, das müsste passen. Und dann müssen wir auf den zweiten Abzweig warten. Der erste geht zu einer Weizenfarm. Auf der Strecke. Dürfte man dann auch sehen. Und der zweite nach hinten ist der Holzfäller. Oh, die Fabrik passt hier wirklich gut rein, so in das Stadtsetting.
würde es mir schon interessieren, was die jetzt maximal macht. Aber ich glaube, die Strecke gibt ein paar Höchstgeschwindigkeit her. Ja, nee. Das ist, glaube ich, ein bisschen schnell hier. Aber das ist sauber gemacht hier mit den Kurven. Aber ich bin ja stolz auf ihn. Bitte geh geradeaus, bitte geh geradeaus. Ah, dankeschön. Ja, mach ich vielleicht hier ein bisschen. Wir haben mal ein bisschen Gas hier. Ich vertraue einfach mal drauf, dass die ganzen Bäume weg sind von den Schienen. Ja, da vielleicht Vollgas. So, ganz kurz mal. Ja, vielleicht auf dem geraden Stück. Ja, komm, zeig mal, was du kannst. Okay, schnell wird's nicht. So, da haben wir die Strecke zum Holzfäller. Nice. Das ging jetzt ein bisschen schneller als gedacht. Sehr gut. Ich muss mal da mit dem Railroad Studio mal gucken. Ach, diese Bremsen. Ob ich da ein paar Bäume wieder pflanzen kann, weil das ist mal ein bisschen zu kahl hier unten. Sehr gut. Ich gerne mal da rauf. Dankeschön. Nee, komm, machen wir es so. Ich hoffe, das bleibt nicht so. Klingt die eigentlich ein bisschen anders? Nice. So, und dann müsste das eigentliche gleich mal um die Ecke auftauchen. Sah auf der Karte nicht so weit aus. Ah, und was ich ausprobieren will, das ist dieses neue Geo-Tool zum Streckenbau. Damit man hier die Steigungen besser sehen kann. Da habe ich bis jetzt nur die Screenshots davon gesehen, aber noch nicht selber ausprobiert. So, sind wir hier schon richtig drin? Geht nach links. Ich glaube, das will ich nicht. Da muss ich jetzt mal kurz gucken gehen.
S-Gleis geht nach links weg. Ach so, jetzt kommen die Sachen hier rein. Ah, I see. Das, glaube ich, hat er hier als Wendeschleife hier angelegt. Wir werden auf jeden Fall... Nee, Scheitholz braucht man nicht. Wir müssen da reindüsen. Sprich, auf das Gleis hier. Das passt auch hier. Das heißt, einmal die Weiche umlegen und die andere. Und vermutlich könnte man geradeaus weiterfahren. Aber ich bin jetzt gerade nicht sicher, ob die Schleife jetzt auf die linke oder rechte Seite geht. Oder ob man es auf der anderen Seite überhaupt auswählen kann. So, Kollege, wir fahren weiter. Oh shit, hab einen Regler drin lassen. Ah, macht er nichts. Unsere Bremsen sind overpowered. Ja, sieht so aus, die Schleife geht auf die andere Seite hin. Okay. Bin mal Bescheid. So. Das könnte jetzt schon zu weit sein. Können wir ausprobieren. Kollege, einmal starten bitte. Die starten? Ja, okay. Ich glaube, ich stehe einfach zu Chips. Gut, einmal umdrehen, dann fahren wir da noch mal ein bisschen retour. So, das müsste jetzt aber reichen. Jo. Okay, also, dieses neue Geo-Tool. Wo ist das? Wo finde ich das? Auflegen, abholzen, Schienen, Gleisbau. Nö. Es wird ja nichts. Ach, da. Okay. Ah. I see. Ach so, und wenn ich dann einen Rechtsklick mache, dann verschwindet es wieder. Okay. Und so... Ah, das geht auch in die Ferne. Oh, das geht ziemlich weit. Okay, minus 23. Warum snappt es da eigentlich am Baum? So, nee. Also es hat ein Limit, aber es geht relativ weit. Das ist gar nicht mal so unpraktisch. Okay, man darf dann aber nichts dazwischen stellen. Und so kannst du dir das wirklich anschauen, ob der Boden auch wirklich gerade ist. Ah. Das hätte ich früher gebraucht, sowas. Aber okay, groß bauen will ich jetzt im Moment eh auch nicht, aber... Es ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung hier, das gefällt mir. Es wäre eigentlich noch ganz schön, wenn ich irgendwie eine Option hätte, dass das anbleibt, die Ansicht da. Ohne, dass ich hier da das da mittendrin habe. Das wäre noch ganz praktisch. Aber cool, nicht schlecht. Kriege ich das wieder weg? Das einfach abreißen. Schienen, Switch Demo Type. Arbeiten, Brücken, Anlagen, alles. Okay.
glaube, da fehlt noch eine Lokalisierung. Demo-Type. Okay, ja, da Plan wird sein. Ich mache jetzt das hier nur voll mit Holz und dann werden wir zum Sägewerk fahren. Das ist da irgendwo ganz da hinten bei diesem See. Dann uns dann da mal die Anlagen an und ja, werden die Karte ein bisschen weiter erkunden, beziehungsweise das, was er hier gebaut hat und währenddessen halt auch die Sachen mal auffüllen. So ungefähr der Plan. Das war jetzt mal so ein kleiner Einblick in das Beta-Update. Je nachdem, wann das Video rauskommt, ist vielleicht schon mal ein Hotfix für Sachen rauskommen, die vielleicht hier im Video komisch waren. Aber ansonsten nett. Also die Schneeleute, die hat was. Aber da ja, brauche ich halt ein paar Mitspieler. Vielleicht machen wir das nächste Mal. Bis dahin, ich wünsche euch was. Habt eine gute Fahrt. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.